Das bringt's auch. Gegen beide sogar, das ist doch... Nee, doch nicht ganz. Ja, jedenfalls, ne, wie gesagt. Das dauert aber als Ewigkeit, ob ich drei Plätze gleichzeitig bringen kann, weiß ich nicht genau auf der Stelle. Und ich habe da versucht mit Pseudo-2K-Auflösung. Und zwar das Format zwischen 1080 und 1440. Ich habe jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, was das jetzt überhaupt gewesen ist, aber... hat das jedenfalls nicht getriggert, leider. Also es hat einmal getriggert, irgendwie bei einem Dragon Ball Video, bei einem Testvideo. Aber danach nie wieder, weil die letzten Videos dieser Tage sind alle in diesem Zwischenformat aufgenommen. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt im Video gerade auch hier. Und das sehe ich vielleicht nicht mehr, aber vor dieser Aufnahme, so also 4 Folgen vorher... Das sind alle Videos halt auch trotzdem auf ganz normal Full HD und nichts mehr. Ach toll, Nessela, hey. Leider, weil das hat sich in der Mehraufwandszeit kaum bemerkbar gemacht beim Rendern, aber das hat nicht funktioniert, bedauerlicherweise. Geht nicht mehr, hab's doch geahnt. Deswegen muss ich doch wirklich in 2K auf rendern, das dauert ein bisschen länger, wie gesagt. Deutlich länger. Bei Tentem geht's, aber bei Dragon Ball merkt man schon, dass es ziemlich deutlich, dass es mehr wird, weil es anspruchsvoller ist und Dragon Ball ist noch nicht mal als anspruchsvoll. Mafia zum Beispiel wird deutlich anspruchsvoller sein, grafisch und auch entsprechend länger dauern beim Rendern. Ich glaube, ich kann zurücklaufen eigentlich, oder? Falsche Zweier zu machen hier mit dem Team. Oh ne, ja, fast drei Leben, dann doch. Ah, oh, es gibt's immer kurz davor. Dein Pech. Keine Chance, bla bla bla. Jedenfalls bla, es dauert aber Ewigkeiten und naja. Drei der Speed gleichzeitig haut nicht hin, würde ich sagen. Deswegen ist Assassin's Creed und Mafia gleichzeitig, solange eins von denen bei dir noch läuft, nicht drin. So. Mann, wieder ewig rumgegabt in den Brei. Das gibt's doch gar nicht. Toll. Tolles gegnerisches Team. Hey, da freut man sich. Richtig tolle Kombination. Das hat früher auch mehr gebracht, das Heilen vom Kettensitz irgendwie. Au! Stimmt ja. Ich bin anfällig mit. Oh, ich bin doppelt anfällig gegen alles. Das ist super. Freut man sich wieder mal. Aber ey, vergiftet immer. Doch, habe ich geschafft. So, die tausche ich aus. Ist mir nichts hier. Aber du darfst gewittern. Und zumindest bei dem Vogel nochmal ordentlich Schaden ziehen. Danach. Guck mal, es kommt, ne? Haha. Hat noch zwei, sehe ich gerade. Ist aber nicht so schön. Und wieder 42 übrigens. Das ist wieder total Low-Level, was die jetzt haben. Wenn es eher bei einem deutlich höheren Niveau war, die Kämpfe vorher. Merkwürdig eigentlich. Au. Tschüss, Nessler. Lass bitte den Gegner als erstes in den Temtem rufen, ja? Der war ja auch zuerst kaputt. Macht er nicht. Hm. Gut, ich riskier's. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich riskier's einfach mal. Kann so schnell. Nessler, hey, siehst du, das hat sich also doch gelohnt. Der kann mir nicht allzu viel. Gott, den gluten wir tot. Den tinten wir tot. Gibt XP für beide, denke ich mal. Nessler ist ja auch nicht so schnell, ich müsste vorher dran kommen. Ja, und das wird er kaum überleben. Sehr gut. 3000 XP. Nessler, also offenbar die Temtem. Die keine Entwicklung haben, geben die meisten XP hier. Das ist gerade. Oh, was? Plus 5! Das ist gerade meine Feststellung. Das heißt, der müsste auch eine ganze Menge geben hier. Ach komm, voll, was soll's. Kann nicht schaden. Tinte. Dürft trotzdem ein bisschen Schaden machen, obwohl er nicht effektiv ist, halt aber zu stark ist. Ist es neutral? WTF? Ah, gab nicht viel XP, obwohl auch eine Einzelentwicklung war. Okay, so einfach ist es offenbar nicht dann. Aber, wieso habe ich ihn damit tot gemacht? Wieso denn? Hinfort. Ich warte. Ah, toll. Traurig. Also, ich habe keine Ahnung. Wieso es wenig XP gibt und was der für ein Typ hatte. Aber offenbar ist er dann vielleicht, ich weiß nicht, Boden wohl kaum. Hm. Oh, ist da wenn er gar kein Wasser, das Ding ist? Ich hab's ja selbst die gefangen, richtig? Ich kann es doch nicht nachgucken.
Ja, das hat ja auch die Effektivität gesehen. Nee, nee. Das kann ich derzeit nicht überprüfen, was das für ein Vieh war. Ich weiß auch nicht, wo es das gibt, aber höchstwahrscheinlich im allerersten Gebiet irgendwo. Möglicherweise in der Höhle, wo ich dann nur mit Kristallschuhen weiterkam, was ich dann nicht gemacht habe, tatsächlich in meinem Spielstand. Weil ich da jetzt zurücklaufen müsste, Ewigkeit, wo ich keinen Bock drauf hatte. Also, ja. Hab den nie gefangen. Und komm auch vielleicht aktuell gar nicht. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich nicht dazu komme, aber... Wer weiß. Wer weiß. Ich brauch's auch nicht. So. Ich meine, klar, ich hätte gerne alle Temtem einmal. Wie gesagt, dann weiß ich halt im Spiel automatisch selbst, was für einen Schaden die nehmen von mir. Aber dazu wird sowieso nicht kommen, weil das Trainieren allein so lange dauert, um die alles zu entwickeln. Also, kannst du voll knicken, das mache ich nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. So. Mein Mewtwo muss ein Level steigen und dann noch ein paar weitere und dann ist schön. Aber immerhin, Nidrasil hat sich jetzt mein Team angepasst. Das Schwächste ist es nicht mehr, tatsächlich. Das Schwächste ist inzwischen Ukama. Was merkwürdig klingt, weil Ukama... Ah, verdammt. Eigentlich mein Stärkstes, also eins meiner Stärksten, aber... Nun ja, was soll ich sagen? In einem Gebiet, wo ich hauptsächlich Pflanzengegner habe, kann ich schlecht trainieren. Und da bin ich nun mal aktuell. Zack. Oh Mann, dieser ganze Weg, den ich laufen muss. Immer und immer wieder. Da oben war ich jetzt schon, ne? Ja, hier Items geholt. Ich wollte nur mal gucken, weil es wegen kurzer Gedächtnis und so weiter nicht ganz... Verdammt. Nicht ganz sicher. Na, wieder ein Kampf. Hey! Der ist okay. Ach, verdammt, ist ja nicht mein... Na, ist egal. Der Kampf wäre okayerer, wenn ich jetzt hier mein anderes Temtem hätte. Welches da, Carnifies und die Verteidigungspunkte braucht, aber ne, soll's. So geht's ja auch. Vielleicht stirbt er sogar in der ersten Runde. Müsste eigentlich, wenn ich jetzt so einen neutralen Schaden... Oh, ich halte es nicht aus. Super knapp. Aber auch, weil das hier natürlich nur 50 Schaden macht und das hier 60. Ja, naja. Schade. Hätte ich auch fangen können jetzt eigentlich mit dem... Ach. Auf die Idee kann ich ja auch irgendwie nie zu fangen wegzuschicken. Wenn man schon so wenig Leben hat eigentlich, ne? Oh, hier auch? Da oben war schon einer gewesen. Ach, dann nervt mich ein bisschen, die Typen. Ist doch nicht mehr normal, wie auf die hier kommen. Toll, ein Bahn schon. Ich habe keinen. Oh, noch. Zweimal Flug, das ist nicht gut. Tja, Schlange. Das wird so nix. Der hat, ich habe glaube ich beide vierfach Blitzschaden, die sind daneben, ne? Aber der hat höheren Level, also mache ich auch den. Aber egal, in der nächsten Runde macht Nester Gewitter und beide sind tot. Das dürfte funktionieren. Ah, ich hätte ewig kämpfen können da mit dem Team vorher. Hey, da haben wir noch einen Schlagbohrer, was gar nichts luftattackenmäßig ist. Naja, wie er meint. Das schon. Oh, war nicht so doll, ne? Gewitter. Achso, mit Feuer. Das ist auch eine schwache Attacke, sehe ich gerade. 50 bloß, also stärker. Was ist das, das ist die einzige Wasserattacke, die er lernt, glaube ich? Oder kommt vielleicht noch... Ich weiß, ich kann sagen, dass noch eine kommt, aber das ist ja lächerlich. Wenn er ein Wassertyp wird und dann muss diese Attacke haben wird, am Ende ist es ja total lächerlich. Dann ist er mit Wasser echt völlig überfordert und hätte es niemals haben dürfen. So. Ja, Tornado, du mich auch. Alter. Sterbt. Unwürdige. Mega, das anfällige Team für Elektroattacke. Das ist super gut. Da ein bisschen Gewitter haben, man hat sowas von... Oh, die ist aber... okay. Niedlich. Wie er sich aufregt. Nächster Kampf. Nein? Boah. Ich bin überrascht. Nächster Kampf. Nein? Krass. Ach, okay. Natürlich. Guck mal, dort laufen Temtem rum. Ich bin sicher, ich komme da nie hin auf diesen Ort, weil er so dunkelgrau ist auf der Karte. Bestimmt nicht betreten. Bah.
So, Kristall im Boden, der ist Feuer. Oh, niedriger Level. Ich will ihn tot haben. Ich reicht das ja nicht aus, wenn ich bloß Dings mache. Ich werde es nicht rausfinden. Ach, verdammt, das ist der Kristall. Hm. Ja, der überlebt das bis ziemlich... Nein, er ist tot. Aber ich bin fast, er hätte überlebt. Hätte ich das vorher nicht geschwächt gehabt. Tschüss, Nitrasil. Oh. Oder auch nicht. Taifu. So, was machen wir jetzt Schönes? Den dies, ein bisschen jenes. Wenn er mich angreift, bin ich tot, das ist mir ganz klar. Aber, oh, Vierfachschaden. Wieso Vierfachschaden? Ist ja auch Gestein. Hey, passt da perfekt jetzt. Super. Der muss, ah, sehr gut. Der muss wohl Gestein gewesen sein. Hm. Ja, ja, komm, lass mich in Ruhe. Ah, oh, verdufte. Flupp. Flupp. Ha. Autsch. Bin fast da, ich bin fast da. Dann habe ich am Ende des Tages sogar was geschafft hier heute bei Temtem. Mensch. Das ist ja ein Ding. So handlungsmäßig. Scheine ich ja vorangekommen zu sein. Ey, du. Die haben mich angegriffen. Weil so, du fressen Kot. Das ist, was für eine Sprache hier. Also ich hoffe echt, dass ich jetzt im nächsten Dorf meine Schlittschuhe zurückbekomme. Weil es jetzt schon oft danach aussah, dass ich bald wieder brauchen könnte. Und jetzt ist wieder eine Fläche, wo ich nur Schlittschuhe drauf käme. Also, es wird mal langsam an der Zeit. Ach, nö. Schon wieder so ein ekliges Team an Gegnern hier. Ich tausche komplett aus, würde ich sagen. Und Elektro. Das ist mir ja nichts hier. Holen wir uns lieber zwei, die dagegen ankommen. Wobei ich aufpassen muss. Ah! Da ist das gegen Kristall ja auch anfällig. Da dürfte Mewtwo jetzt ganz schön eine Arschkarte haben. Wart ein Stück mal eben kurz. Dann hat Mewtwo zwei Viererschwächen, fällt mir gerade auf. Oh, ich glaub das ja nicht. Der ist dann gegen Kristall und gegen Elektro vierfach anfällig. Was für eine... Ich glaube, ich muss ihn echt raus haben. Hier nehmen dann. Das gibt's doch wohl nicht. Ist mir jetzt eben gar nicht klar gewesen. Jetzt gerade schimmert mir da... Das ist unglaublich. Wie kann man einem Temtem irgendwie so eine doppelte Vierfachschwäche geben? Das ist ja total arschlos. Ah, oh, ekelhaft. Ich bin ganz schön gearscht beim Mewtwo nachher in der letzten Form. Vielleicht kann ich ja die Entwicklung abbrechen. Ich weiß ja nicht genau, wie es bei Temtem geht. Wäre vielleicht empfehlenswert. Ja, geil. Hier plus 3 und da plus... Komm schon, was soll das denn? Oh. Das ist ja echt ekelhaft. Das habe ich überhaupt bisher gar nicht im Kopf gehabt. Ich habe mir von einer Vierfachschwäche ging ich aus, aber... Mir wird echt gerade klar, das ist ja eine zweifach Vierfachschwäche. Das gibt's doch gar nicht. Und dann als Starter Temtem. Oh Mann, ey, wie dumm. Kristall ist gegen Wasser sehr effektiv und gegen Psycho. Elektro ist gegen Wasser sehr effektiv und gegen Psycho. Voll unnachvollziehbar noch dazu. Oh Mann, ey. Ist das ätzend. Ja, also. Ich hätte es echt nie gedacht, aber tatsächlich aktuell, ich tendiere dazu, am ehesten noch mal Mewtwo rauszunehmen dann. Oh, dieses Spiel ist so kacke designt an einigen Stellen, das ist einfach unglaublich. Ich finde, das ist echt eine Frechheit, dass man dann so ein Starter-Temtem das von Anfang an hat und dann man sich so gewöhnt hat, dass man so toll findet vielleicht auch sogar, dann so kaputt macht. Oh, meine Güte. Ich muss mich mal dringend bei den Entwicklern beschweren, das kann aber nicht sein. Weil so stark ist das gute Temtem dann auch wieder nicht, dass es das rechtfertigen würde. Würde ich mal behaupten. Ich kenne die Wette jetzt nicht auswendig, aber es war jetzt auch kein Mega-Über-Temtem, was bei den Wertetabellen ganz oben war. Wenn es so wäre, okay, dann würde ich es verstehen mit vierfacher Schwäche zweimal. Aber es hat nicht mal richtig starke Attacken. Also, nicht mal das ist dabei. Die Werte stimmen schon nicht so super. Es sind gute Werte, aber auch nur gute. Keine sehr guten. Keine übertrieben geilen. Vielleicht sind sogar sehr gute Werte, ich weiß ja nicht genau. Aber auf jeden Fall keine... Verdammt. Okay.
Aber keine übertrieben geilen auf jeden Fall. Das definitiv nicht. Und danach viel wahrscheinlich. Und dann ohne gute Attacken. Das gibt's doch einfach gar nicht. Oh, Mugnanu. So sehen wir es also wieder. Komm näher. Liebe Freunde, das ist Sephiroth. Freund des Widerstandes und des Volkes von Kiziba. Sogar komme Posten meines Stammeskrieger. Ich muss mich mit Sephiroth unterhalten. Hat dir unser kleiner Kletterausflug gefallen? Zu dieser Jahreszeit ist das Quer-Hochland am schönsten, finde ich. Wie hat der mich überholt überhaupt? Und im Augenblick haben wir nicht sonderlich viele Touristen. Du hast doch sicher ein gutes Zimmer in der Nuru-Hütte bekommen. Du schon wieder. Ja, ich bin's wieder, der verrückte alte Mann, hahaha, der diese tollen gravitonischen Mikrallen gegeben hat. Was, kein Dank? Aber zuerst möchte ich dich in Ubizipitabitabite begrüßen. Der letzten Bastion des Widerstandes diesseits der Berge und der Kluft. Ich bin Bartut, meines Zeichens bescheidener Befehlshaber. Also, welche Kunde bringst du? Ihr sollt jemanden zur Tukumukumuki-Hütte schicken. Dort sind die Tukmani-Freiwilligen also gestrandet? Hätte ich bedenken können, ich Vollidiot. Ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht von Captain Cody, aber seitdem herrscht Funkstille. Freut mich zu hören, dass es sie noch gibt. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Die Belsote können jeden Augenblick vom Südtunnel erfahren und angestürmt kommen. Der ist ja zugeschüttet. Alarm, Alarm.